Ronny, unser treuer Begleiter, ist auch hier wieder am Stissel. Ja, was gibt's denn hier Schönes? Schalter. Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gencode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Dann probieren wir es nochmal. Schade. Können wir denn alles machen? Da wäre auch nochmal ein Datasettenstütz, der Computer und das Computergehäuse. Kann man das aufmachen? Oh. Technisches Zeug. Ja, wir brauchen eigentlich nur die Notfallcodes, ne? Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, nicht so schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ronny, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Das war eine Drohung. Aua, was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktionen auslotest. Hab ich gern gemacht. Können wir noch weiter reintreten? Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es so nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Er klingt nicht mehr so begeistert. Ich finde, an so einem Computerkern geschützt, ungeschützt, kann man ganz gut erstmal einen kleinen Cocktail trinken, das solltest du lieber sagen lassen. Und wenn nicht? Oha. Oh, aber der sieht jetzt... Ich dachte, das hat langfristige Folgen. Dafür brauche ich nur meine Finger und Ahnung von Computern. Und die habe ich zuhauf. Dass ich die Finger brauche, war beispielsweise auch schon so eine Ahnung. Hat sie noch was? Nein. Können wir jetzt am Schalter was machen? Vielleicht müssen wir auch mit Ulysses Helm da mit Ronny reden, aber ich glaube eher... Das tolle und wenn... Hurra! Nee, wir haben absolut noch gar keine Datasette. Dafür braucht... Und die, dass ich die... Nee, der Helm bringt nichts. Ach nee, diese Festplatte... Die ist zugemüllt. Ach nee, diese Festplatte... Dafür und die hab, dass ich die. Warum brauche ich das? Das ist auch so. Vielleicht sollte ich doch mal. Das ist auch vielleicht. Da schwimmt er. Manu, nicht alle. Ich muss. Nee, kann man nicht kombinieren? Im Unfall. Nicht. Ich muss. Okay, wir haben jetzt zwar den Computerkern, aber ehrlich gesagt. Wir haben den auch aufgemacht und die Festplatte ist sichtbar. Aber ich habe jetzt noch keinen Weg irgendwie. Vielleicht hat Mac Tipps. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hatte ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Pah, Deponia retten kann ich auch von ihr aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Geistesblitz. Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist, dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoldi. Dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment.
Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein, das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Hm. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Hm? Denk dran, noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. The good ending. Nur um sicherzugehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grill-Donnerstag? Ganz genau. Unsere Reise hat insgesamt etwa -12 Stunden gedauert. Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Chronocar. Unvorstellbar, ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. Sag mal, heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Ja, bis wir heute Abend das Timepod klauen. Klauen ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau. Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Ja, es ist eine Fähigkeit. Oh, das stimmt. Das stimmt. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach. Weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hierhin. Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Timepod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronocar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Aber es, macht ja erst jemand heute Abend. Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Wenn dem nämlich so wäre, wie konnten wir dann vorhin in die Zukunft reisen? Hm? Großer Gustav, du hast recht. Tja. Das heißt dann wohl, dass du den roten Alarm wieder abschalten kannst, was? Es heißt vor allem, dass hier noch viel mehr vor sich geht, als wir gedacht haben. Als du gedacht hast. Ich denke grundsätzlich nicht, bevor mir die Konsequenzen meines Handelns zur Analyse vorliegen. Und nicht mal dann. In welcher Zeit? Ich bin mir mittlerweile... Ja, Donnerstagmorgen, okay. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreimen. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. Ja, hier kommen wir nicht weiter in den unteren Schleuse. Im Ältestenrat auch nicht. Leselampe. Brauchen wir die für irgendwas? Ach, was für... Er sagt... Danke. Nee, er sagt uns nichts. Bälle haben wir schon. Nein, meine Hände sind noch... Also wir haben wachsige... Können wir die schmelzen? Bilde ich mir das ein oder sind die Bälle gerade noch ein Stück wachsiger geworden? Ha, aber das war's auch schon. Vielleicht sollte ich doch... Gut, also am Ältestenrat kommen wir auch nicht weiter. Die Funzone brauchen wir erst, wenn das ganze Ding rum ist. Also erst, wenn wir die Codes haben. Wir haben den Habitatsring. Aber da scheinen wir auch erstmal noch nicht weiter zu kommen. Ja, wir haben Atompilz, können wir weiterklicken. Da ist jetzt keiner da. Oh Mann. Er duscht immer noch, ne? Der wird die ganze Zeit duschen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Klo was. Sollen wir es verstopfen? Hä? Das ist doch noch gut. Keine Ahnung, ich denke wahrscheinlich schon wie Rufus. Einfach mal Chaos anrichten. Okay. Von so ein Chillout, so ein Computer.
die haben jetzt nicht wirklich nice Tipps für uns, ne? Ich habe keine Datasetten zum Setten und Retten. Ich muss mit dem. Dann musst du und beim. Die Sau. Ach, dieses ganze. Willst du mit Monsterfußpantoffeln massiert werden? Ich störe ihn. Nein. Plastikbär Echsenhaut. Nicht im Go. Und vielleicht. So. Ich glaube nicht, dass wir die schmelzen können. Das ist schon ein weiteres Pro-Argument, Schokopudding lose in den Taschen zu transportieren. Ja, ich glaube, da gibt's auch keine Kontra-Argumente dagegen. Ne? Nicht die ältesten, es sei denn. Kann ich da nicht als Ulysses irgendwie Schau was machen? Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich Trottel wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Schau mal. Es juckt was ihn. Auch, ich bin ja, okay, nein, das juckt ihn nicht. Wollen wir einen Drink zusammen trinken? Gefällig? Nein, danke. Ich habe noch. Das sieht aber nicht mehr so voll aus. Schau mal. Was? Okay, können wir irgendwas noch verwursten? Das wollte ich Nee. Schade, das ist zu groß. Okay, ich habe mich jetzt schon gewundert. Die Bälle? Schade, das ist zu sind auch zu groß, okay. Das wollte ich Hä? Also müssen wir doch was am Computerkern machen. Ich habe alles damit kombiniert, oder nicht? Ach nee, diese Fett. Das soll. Und wenn nee. Oha. Das soll. Und. Oha. Ich habe dich gewarnt. Dafür und dir, dass ich dich. Mann, es ist. Dafür und. Kompliziert. Dafür und. Ich meine. Ah. Mann, nicht alles. Ich muss mich wohl. Also im Inventar kann ich nichts miteinander kombinieren. Alles hier. Pfui! Weil sie ein Datasettenfach im Kopf hat. Für ihr Gehirnimplantat, du Schmutzroboter. Oh, fast lieb geholt. Oh, fast lieb geholt. Oder müssen wir doch was in der Pfannsohle machen? Ich glaube nicht. Das tut, wenn du. Ja, da können wir aktuell nichts machen. Mann, ich brauche einen Tipp. Sind da auch die Spannungen? Sind da. Die sind da drauf, ja. Ich weiß nicht, warum hier eine 486 angezeigt wird. Aber das bringt jetzt ja nichts, dass sie hier drauf sind. Ach nee. Oder reicht es, wenn wir jetzt da was draufgekippt haben und dann nochmal Spaß und Fun haben? Wahrscheinlich nicht. Dafür und ein. Dafür und. Was hab ich vor? Die Cocktails hier. Ich vermisse. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Wenn du schrittweise verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Er hat's eingefettet, okay. Och, einer. Dann ich. Nee, oder auch nicht? Dann ich. Willst du uns irgendwas einfetten? Dann ich habe.
Nee, auch nicht. Muss ich irgendwas mit denen kombinieren? Bleib mir mit, ich bin nicht im Dienst. Er ist nicht im Dienst. Willst du Massagebälle? Die sind zwar wachsig. Nee. Da oder nicht? Da schwimmt. Hoch. Und will er einen Drink? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Er will keinen Drink. Der auch. Soll ich das in die Datasetten-Dinger reinkippen? Man füllt keine Flüssigkeiten in Datasetten-Schlitze. Das macht man nicht. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Nee. Man steckt eine weitere Lektion. Keine Flüssigkeiten. Man stoppt eine weitere. Keine Reste. Ich meine, er sieht mich ja nicht. Ich kann ja mit dem Helm mit ihm sprechen, dass die Stimme verzerrt ist. Vom Leib. Ich bin nicht. Aber er will nicht. Er will nicht. Dafür und? Wir brauchen ziemlich oft unsere Finger hier. Puh. Gott, bin ich verwirrt. Dann müssen wir die Zeit zurückdrehen. Wollt ihr einen Drink? Ich kann denen ja noch was anbieten. Nein, da alles. Und vielleicht. Gott, na. Bälle? Nein, all. Und. Na. Echsenhaut hatten wir schon. Die Monsterdinger. Wir wollen da. Hatten wir auch schon. Den Helm. Nein, alles. Und. Gott, na. Ach, Mann. Soll ich mit den Bildern noch was machen? Goal hat nie jetzt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen, lieber nicht versauen. Genozidpläne hin oder her, er ist immer noch Goals Vater. Ja, willst du Bälle? Hat er wahrscheinlich vielleicht genug. Na gut, speichern wir mal und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hole mir wahrscheinlich einen Tipp ein oder so. Mal gucken.